Ich frage mich generell, was kann man eigentlich noch glauben? Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher. Die Pandemie ist bald vorbei. Glaubt ihr das? Ja, die Pandemie wird uns noch sehr lange begleiten. Glaubt ihr das? Ich weiß es nicht. Ja, was kann man glauben? Ich habe neulich gelesen, Troja ist ein koreanisches Schwert. Nee, das war anders. Das hieß, Corona ist ein trojanisches Pferd. Sowas. Ja? Glaubt ihr das? Ich weiß es nicht. Ja? Jens Spahn will uns alle chippen, impfen, klonen, sterilisieren und töten. Mit nur einer Spritze. Das ist doch Wahnsinn, oder? Jens Spahn wurde geboren am 16. Mai. Das ist Fakt. Am 16. Mai. Und wenn man die Buchstaben von Jens Spahn als Zahlen schreibt und addiert, dann kommt da die 106 raus. Leute, fällt euch was auf? Wir haben die 16 und die 106, ja? Und AstraZeneca ist ab 60. Leute, merkt ihr was? Wir haben es hier dreimal mit der 6 zu tun. Die 666, Ruhe jetzt, die 666. Konzentriert euch, ihr müsst zuhören, sonst bringt es nichts. Die 666, das ist im Mahlzeichen des Tieres das Symbol für den Antichrist. Leute, merkt ihr was? Jens Spahn ist der Antichrist. Ja? Und jetzt empfiehlt er die Kreuzimpfung. Was denn noch, Leute? Wacht auf! Der Antichrist empfiehlt die Kreuzimpfung. Was, Leute, was noch? Ja, und unterstützt wird er von der STIKO, vom ständigen Impfkomplott. Jens Spahn feiert alle 6 Wochen in seiner Villa. Feiert er alle 6 Wochen um 6 Uhr im 6. Untergeschoss. Leute, merkt ihr was? 3x6, ja? Da feiert er zusammen mit den Eugenikern, mit den Transhumanisten und mit den Adrenochromtrinkern. Ja. Und zusammen mit unserem Bundeskanzler, mit Bundeskanzler Merkel, der heimliche Sohn von Adolf Hitler ist. Leute, wacht auf! Ja, und dieser Merkel, der eigentlich aus der ostdeutschen Provinz kommt, der erklärt uns die weite Viruswelt Corona-Drehkreuz Uckermark. Heißt abgekürzt CDU. Wacht auf, Leute, ehrlich. Und jetzt sagt ihr, ja, wir sind geimpft, aber wir leben ja noch. Ja, Leute, das ist doch der Trick. Ja, natürlich, man stirbt nicht sofort, aber es gibt Langzeittote. Ja, es gibt Langzeittote. Man stirbt nicht sofort, sondern nach 40, nach 60, nach 100 Jahren teilweise. Wollt ihr das, Leute? Ja? Dazu kommen 40% Kurzzeittote und 80% Teilzeittote. Ja? Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer ist noch höher. Ja. Leute, wir hätten das alles längst im Griff, wenn wir weniger testen würden. So sieht's doch aus. Wie wird denn das Virus übertragen? Durch den Test natürlich. Glaubt ihr, diese antennenlangen Stäbchen, die sie euch bis hinten in die Fontanelle schieben, glaubt ihr, sie sind sauber oder was? Seid ihr wirklich so naiv? Leute, und noch mehr. An jedem 6. Teststäbchen ist eine Überraschung dran. Ja. An jedem 6. Teststäbchen ist eine genetische Schere dran. Ja. Das sind Fakten. Mit dieser genetischen Schere kann man das Bewusstsein verändern. Ja. Ihr geht zum Test, ihr geht morgen zum Test, ihr seid ganz normal, ihr geht ganz normal zum Test und ihr kommt wieder und ihr seid total bescheuert. Leute, ich weiß, wovon ich rede. Wacht auf, Leute, ehrlich. Ich freue mich auf die Presse morgen. Johann König, jetzt auch noch er.